Heute schon, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, da wir heute schon dauernd beim Dankesagen sind, möchte ich auch gerne der Kollegin Danke sagen, die dauernd unser Pult hier desinfiziert. Ich denke, das ist eine sehr nette Geste für uns. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wie sagte ein Schüler in der Anhörung, ein Schüler der Physiotherapieausbildung bei der Anhörung im März, ich bezahle, um Menschen zu helfen. Das bringt es auf den Punkt. Die Schüler und Schülerinnen haben uns deutlich aufgerechnet, wie das ist, wenn man als Schüler 450 € pro Monat zahlen muss, um eine Ausbildung zu machen, und wie man davon leben soll. Das steht wirklich in den Sternen. Da braucht man Sponsoren, Eltern, Großeltern. Ein Kredit kommt nicht in Frage, weil hinterher man ja nicht viel verdient und nie den Kredit, die Kreditraten und die Zinsen abzahlen könnte. Dabei sind das ja alles systemrelevante Berufe, und das ist wirklich tragisch, dass die ganze Zeit zu einem wirklich großen Teil Schulgeld zahlen müsste. Wir haben die Physiotherapeuten, das sind Menschen, Berufe, die verhindern oft Operationen, lindern Schmerz, machen Menschen in der Lage, ihrem täglichen Leben nachzugehen. Logopädie hilft, die Ergotherapeuten, die Podologen sind ungeheuer wichtig für die Diabetikerin, medizinische Masseurinnen und Diätassistentin, Orthopädistin, pharmazeutisch-technische Assistentin. Das sind alles total wichtige Berufe, alle schlecht bezahlt, und alle haben zu wenig Auszubildende. Und in den Ausbildungen, eben wie gesagt, müssen sie auch noch ihr Schulgeld zahlen müssen. Gut, dass es jetzt ab Sommer geändert werden soll, dass das Schulgeld von Seiten des Landes übernommen werden soll. Eigentlich ist es nur logisch. Weil würden diese Ausbildungen von Seiten des Landes in beruflichen Schulen stattfinden, hätten diese Schüler und Schülerinnen schon lange kein Geld mehr dazu zahlen müssen, und das Land hätte für die Ausbildung aufkommen müssen. Weil Bildung darf ja eigentlich nichts die Menschen kosten, die die Bildung in Anspruch nehmen. Wir erwarten, dass die Schulgeldfreiheit für alle gilt, die bereits die Ausbildung begonnen haben. Aber außer dem heftigen Nicken der Staatssekretärin gab es dazu keine klare Aussage. Da erwarten wir von Ihnen auch noch eine klare Ansage, meine Damen und Herren. Wir sehen aber es als notwendig an, dass in Schulen nicht nur die Beiträge erstattet werden, die Sie jetzt als Schulkosten annehmen, sondern die für eine qualifizierte und anspruchsvolle Ausbildung erforderlichen Beiträge. Frau Dr. Sommer hat ja in den Anhörungen die Schulen gefragt, was die Ausbildung je Schüler und Schülerin kostet. Das reicht von 12.000 € bis 16.000 € pro Jahr. Wenn, wie im Haushaltsplan aufgeführt, wir 650 Schülerinnen hätten, wären das ungefähr 10 Millionen € pro Jahr. Das wäre jetzt nicht zu viel verlangt, meine Damen und Herren, und da hätten Sie gerne unserem Antrag auf Übernahme der Schulgebühren und von Beitragen eines wirtschaftlichen Schulbetriebs unter Berücksichtigung aktueller Ausbildungsstandards zustimmen können. Aber die SPD hat Ihnen ja jetzt eine zweite Chance gegeben, nicht wieder eine halbe Sache zu machen. Ich beziehe mich auf meine gestrige Rede, die Sie über kurz oder lang korrigieren müssen. Und Frau Sie hat ja gerade schon gesagt, meine Vorrednerin, dass wir ja bei diesem Thema nicht am Ende sind und wir wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder hier stehen und darüber reden, dass das Geld absolut nicht ausreicht. Es handelt sich hier um anspruchsvolle Ausbildungen. Nicht so umsonst gehen einige Ausbildungen oder ein großer Teil der Ausbildung in Richtung eines Studiums, oder es gibt bereits Studium an Hochschulen. Das wäre aber für das Land viel teurer. Jetzt müssen aber die angehenden Berufsanfängerinnen nach der Ausbildung umfangreiche Fortbildungen auf ihre eigenen Kosten absolvieren, um den Erfordernissen der Krankenkassen nachzukommen. Sonst kann das gar nicht abgerechnet werden, ihre Leistungen. Und dazu kommt, dass sie schon wieder dafür sorgen, dass Lehrkräfte an diesen Schulen unter prekären Verhältnissen arbeiten. Sie können oft genug nur als Honorarkraft oder in Teilzeit beschäftigt werden, was sich aber natürlich auf Qualität und Kontinuität auswirkt. Das ist wieder ein Beispiel, wie das Staat, wie das Land hier prekäre Beschäftigung meist von Frauen fördert. Da möchte ich am Equal Pay Day keine Krokodilstränen von Ihnen sehen, meine Damen und Herren. Sie fördern so etwas. Dazu kommt, dass diese Schulen, da sie privat sind,
nicht von den Zuwendungen des Digitalpakts profitieren können. Sicher ist es natürlich wichtig, dass, wesentlich wichtig, dass diese Schulen auch weiter existieren. Weil wenn sie jetzt zu wenig Geld kriegen, und es sind schon, bei den Logopäden sind schon 3 von 5 Schulen geschlossen worden, die vierte steht auf der Kippe. Bei den Podologen sieht es ganz, ganz duster aus. Und in vielen Fachbereichen gibt es überhaupt gar keine Schulen mehr in Hessen. Wenn die nicht genug Geld zur Verfügung haben, werden wir weniger Ausbildungskapazitäten haben. Und in diesen wesentlichen Berufen brauchen wir aber wesentlich mehr Ausbildungskapazitäten. Und da möchte ich auf die Forderung von Frau Masugern noch einmal in der Anhörung zurückkommen. Ein Monitoring der Gesundheitsfachberufe würde hier auch zu mehr Klarheit führen, sodass wir sehen, welcher Bedarf es eigentlich und wie viele Ausbildungsstätten wir eigentlich brauchen würden. Keine Schulen bedeutet keine Fachkräfte. Keine Fachkräfte bedeutet bei einer älter werdenden Gesellschaft keine Hilfen. Keine Hilfen bedeutet schwerere Erkrankungen und mehr Unterstützung anderer Art. Letztendlich wird das Ganze entweder tödlich oder teurer. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Die Vorsorge sieht anders aus. Wie es heißt, am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist es nicht zu Ende. Sprechen wir uns im nächsten Jahr wieder. Danke schön.